In diesem Fall ist die Weisheit nötig, um zu erkennen, ob einem dieser spirituelle Pfad etwas hilft. Man hat also die Möglichkeit, sich selber zu erforschen und zu sehen, ob es etwas hilft. Und wenn es etwas hilft, ist man ja wohl weise genug, weiterzumachen. Und wenn nicht, soll man schleunigst aufhören. Skeptischer Zweifel ist das fünfte Hindernis von den fünf Hindernissen, die jeder mit sich rumträgt. Die heißen Sinnesbegierde, Böswilligkeit, Müdigkeit und Trägheit, Rastlosigkeit und Sorgen, Kummer und Sorgen und skeptischer Zweifel. Skeptischer Zweifel, genau wie die anderen vier, ist jedem zu eigen. Aber wenn es stark wird, dann blockiert es das Wachstum. Der Buddha hat skeptischen Zweifel mit verglichen mit einer Gruppe Reisender, die in die Wüste gehen, um die Wüste zu erkunden, haben aber keinerlei Landkarte und haben auch keinerlei Provision mit sich, kein Essen, Proviant. Nichts. Proviant. Provisions. kein Proviant. Und natürlich verlieren sie ihren Weg und gehen im Kreisen und dann kommen Banditen und morden sie alle. Das ist der skeptische Zweifel. Man geht im Kreis. Wenn man an allem zweifelt, kommt man nirgends hin. Einer der Gründe, warum skeptischer Zweifel sehr populär ist, ist, weil man Angst hat, man könnte etwas glauben, was dann sich herausstellt, dass es nicht wahr ist und dass man übervorteilt wird. Dabei vergisst man aber, dass derjenige, der einen übervorteilt, das schlechte Karma macht. Und dass derjenige, der mit Liebe sich in etwas hin, zu etwas hingibt, das gute Karma macht. Also den Zweifel weiterzuführen, weil der andere einem vielleicht nichts Gutes tut, ist nicht der richtige Weg. Ohne Vertrauen geht der spirituelle Pfad überhaupt nicht. Kein spiritueller Pfad. Man muss vertrauen können. Und wenn man dieses Vertrauen nicht hat, dann ist das Herz nicht offen. Und wenn das Herz nicht offen ist, dann ist der Geist vernebelt. Die Läuterung der Gefühle bringt die Klarheit des Denkens. Es gibt kein klares Denken mit ungeläuterten Gefühlen. Die beiden gehören also zusammen. Die Weisheit gehört zusammen mit dem Vertrauen. Und das nächste Paar, was auch zusammen gehört, ist die Energie mit der Konzentration. Wenn man viel Energie hat und keine Konzentration, dann ist man rastlos. Dann hat man so viel Kräfte in sich, dass man nicht ruhig sitzen kann. Und das gibt Leute, die einfach nicht ruhig sitzen können. Da gibt es ein schönes Wort dafür. Arbeitsethik. Die müssen immer arbeiten. Die haben nicht die genügende Konzentration, um einmal ruhig zu bleiben. Wenn man aber zu viel Konzentration hat, dann kann auch die Energie flöten gehen. Weil zu viel Konzentration kann eine gewisse Schwere bringen. Es muss balanciert sein. Die beiden müssen sich vollkommen ausbalancieren. Die Lehre des Buddhas heißt der mittlere Pfad, der Mittelweg. Das heißt also, man muss balancieren. Es ist beinahe so, als ob man auf einen Tightrope, so nicht, Seil. Drahtseil. Drahtseil. Auf einem Drahtseil steht
und immerzu balancieren muss, dass man nicht auf die eine Seite oder auf die andere Seite fällt. Weder zu viel Energie noch zu wenig Energie, weder zu viel Konzentration noch zu wenig Konzentration. Immer balancieren. Das Konzentrieren ist sowohl in der Meditation wie auch im täglichen Leben. Hier von der spirituellen Fähigkeit des Konzentrieren die Rede ist, ist aber auch das tägliche Leben gemeint. Da, wo wir sind, da fangen wir an zu arbeiten. Es gibt Menschen, die sich sehr schwer konzentrieren können auf das, was sie machen wollen. Und rastlos einher fungieren. Das heißt, sie fangen eine Sache an und dann hören sie auf damit und fangen die nächste Sache an. Und dann gibt es Leute, die so sich auf eine Sache so genau sind mit der einen Sache, dass sie überhaupt nicht fertig werden. So konzentriert. Beides ist übertrieben. Energie und Konzentration sind beides Faktoren, die unbedingt nötig sind für nicht nur für die Erleuchtung, aber auch für die Meditation. Die Energie, die im Körper man hat, ist geistesbedingt. Genau wie Konzentration geistesbedingt ist. Der Körper hat eine begrenzte Energie. Aber wenn man wirklich an etwas interessiert ist und man liest etwas oder tut etwas, was einen wirklich fasziniert, kann man die ganze Nacht aufbleiben, ohne überhaupt müde zu werden. Und wenn dann alles furchtbar langweilt, ist man um 8 Uhr schon müde. Wir können auch sehen, dass Energie vollkommen geistesbedingt ist, daran, dass Menschen, die den ganzen Tag nichts Schwieriges gemacht haben, als einen Bleistift hin und her zu drehen auf dem Büro, im Büro, am Abend auch todmüde sind. Können einfach nicht mehr weiter, müssen ins Bett gehen. Es ist nicht der Körper, der so angestrengt worden ist. Es ist der Geist. Der Geist hat den ganzen Tag beurteilt und verurteilt. Hat den ganzen Tag sich in dieser zweidimensionalen Welt aufgehalten, in der es entweder gut oder schlecht ist, in dem ich entweder es behalten will oder loswerden will, wo ständig der Geist reagiert auf das, was auf ihn zukommt. Und am Abend ist man todmüde. Selbst hier, wo wir den ganzen Tag sitzen, 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 sitzen. Und der Körper macht gar nichts. Am Abend kann man gar nicht warten, ins Bett zu kommen. Wieso? Weil der Geist ist müde. Der hat den ganzen Tag Dinge gedacht. Und die paar Minuten, wo er mal nicht gedacht hat, haben nicht genügt, um ihm die neue Energie zu geben. Energie ist vollkommen geistesbedingt. Darum sieht man ja auch Menschen von hohem Alter, die ihr Leben lang meditiert haben, haben mehr Energie und Tatkraft als Menschen, die einen vierten Teil so alt sind wie sie. Sieht man immer wieder. Hat überhaupt nichts mit dem Körper eigentlich zu tun. Ist alles geistesbedingt. Das heißt also, um wirklich Energie zu haben, muss man sich eine Richtung im Leben finden, die einen so fasziniert und interessiert, dass die Energie immer wieder sich neu regenerated, regeneriert. Wenn man dieses Interesse hat an dem, was man tut, und wenn es der spirituelle Pfad ist, der einen so fasziniert und der einem wirklich das zeigt, was man gesucht hat, dann wird auch die Energie immer wieder kommen. Auch wenn schon der Körper gar nicht mehr jung ist oder so kräftig ist. Die Richtung, die man hat im Leben, diese einspitzige Richtung, die einem zeigt, was das Wichtigste ist im Leben, das hilft, dass man
die Energie immer wieder findet. Das bedeutet nicht, dass man nicht seinen Pflichten nachkommen kann. Aber es bedeutet, dass man das spirituelle Leben als die Priorität ansieht und alles andere dem untergeordnet wird. Was immer man tut, bedeutet nicht, dass man nicht ins Geschäft gehen kann, dass man nicht sein Haus führen kann, dass man nicht den Garten sauber machen kann. Es bedeutet nichts davon. Was es bedeutet ist, dass alles, was man tut, eine spirituelle Lektion ist, aus der man lernen kann. Entweder man lernt Achtsamkeit davon, oder man lernt nicht reagieren, oder man lernt liebende Güte, oder man lernt Gebefreudigkeit. Irgendwas ist immer zu lernen. Und dann ist das spirituelle Leben die Hauptsache im Leben und alles ist ihr untergeordnet. Und dann bleibt die Achtsamkeit auch ständig da. Man vergisst es nicht, weil die Achtsamkeit ist ja das Einzige, was einen darauf immer wieder zurückbringt, dass das, was ich tue und denke und spreche, ja nur einen einzigen Zweck hat, nämlich meinem spirituellen Wachstum zu helfen. Dazu braucht man natürlich Achtsamkeit und dann ist die Achtsamkeit immer bei einem. Dann vergisst man das nicht. Und das ist dann, hat man eine Richtung im Leben, die einen fasziniert und interessiert und dann hat man auch genügend Energie, um dann der Konzentration nachzugehen in der Meditation. Die Konzentration in der Meditation ist ein Mittel zum Zweck. Es ist nicht der Zweck in sich selber. Konzentration heißt auf Pali Samadhi. Und Samadhi ist nichts weiter wie den Geist zu sammeln. Wenn man eine offene Hand hat und versucht, eine Tür einzuhauen, die nicht aufgeht, hat man wenig Kraft. Wenn man die Hand zusammensammelt und dann gegen die Tür stößt, hat man Kraft. Genauso ist mit dem Geist, der die Gedanken in alle Himmelsrichtungen schickt. Der hat keine Kraft. Sammlung ist die Konzentration. Und mit dieser Sammlung kommen dann neue Erlebnisse, wo man den Geist in einer Art und Weise kennenlernt, wie man ihn noch nie kennengelernt hat. Wir kennen unseren Geist als einen denkenden Geist. Und wir haben auch die absurde Idee, dass das, was wir denken, stimmt. Solange wir das noch haben, ist unser spiritueller Pfad uns mehr oder weniger verschlossen. Das heißt nicht, dass wir nicht im täglichen Leben unser Denken benutzen sollen und auch richtig denken können. Aber wir müssen einmal akzeptieren, dass im spirituellen Leben das diskursive Denken nichts nutzt. Das diskursive Denken ist das Denken, was in der zweidimensionalen Welt gut und schlecht, hier und da, ich und du, immer wieder aufbaut und uns immer wieder in Schwierigkeiten bringt. Weil wir immer glauben, wir müssen das Richtige finden. Und dann finden wir das eine, was richtig ist, von zwei Sachen. Und dann sieht das auch wieder nicht richtig aus. Dann müssen wir wieder was Neues finden. Das diskursive Denken kann uns nicht auf dem spirituellen Pfad helfen. Es kann uns nur so weit helfen, wie wir erst einmal vielleicht die Lehre anhören können. Und doch, auch beim Anhören der Lehre ist das diskursive Denken nicht ausreichend. Da muss noch etwas anderes dazukommen. Und das ist das Gefühl. Diskursiv gedacht ist die Lehre, jede spirituelle Lehre, nichts weiter wie das ganz alltägliche, ganz ordinäre, das, was jeder sowieso weiß. Wenn man aber das Gefühl dahinter
auch hat und mit dem Denken nicht das auseinandernimmt, sondern einmal in sich hineinspürt, um zu sehen, ob da etwas in einem hochkommt, was eventuell eine Zuneigung hervorruft, dann hat sich das diskursive Denken geändert in ein Erleben. Und das ist das, was wir durch die Konzentration eines Tages auch erreichen können. Das innere Erleben des Geistes. Ich will darüber noch mehr ausführlich sprechen, über die Konzentration, wie sie uns einmal möglich sein kann und soll.